Schönen guten Morgen, liebe Camper. Ich habe gerade mal mein Auto rausgefahren. Wir haben das Fenster hier gestern eingebaut. Und ich möchte euch jetzt mal zeigen, weil viele fragen dann wegen der Haube. Ich gehe jetzt einfach mal in der Mikrostellung. Guck mal, wie viel Licht da noch kommt. Schaut mal. Halt mal die Kamera drauf. Das ist die getönte Scheibe. Und andere Scheiben werden wir nicht nehmen. Halt mal da jetzt drauf, dass der Kunde mal ungefähr da hinter dir. Na. Alle Fenster bei uns kommen mit dieser getönten Scheibe. Na. Guck mal, der steht jetzt in der Mikrostellung. Ich fahre den jetzt mal wieder auf. So. So, ich werde das Fahrzeug jetzt gleich wieder in die Halle fahren. So, und ich lasse den jetzt 2 Wochen so stehen. Ich lasse den Tag und Nacht, die Batterien sind voll. Ich gucke zwischendurch immer mal nach. Ich lasse den jetzt, ich schalte den nicht mehr aus. Ich lasse den jetzt 2 Wochen oder mal die erste Woche. Ich habe jetzt 50%, aber du hörst nichts. Hör mal, geh mal dran, du hörst nichts. Ah, das sind aber keine 50%. Ne? Wir müssen schon hier, wenn, warte mal, ich muss jetzt, so, hier, 50%. Du hörst gar nichts. Die Fernbedienung ist schon der Hammer, ne? Das ist schon geil. Da kommt aber noch, wir sind noch an 2 Sachen dran. Das kommt aber dann erst, wenn die Fenster geliefert werden, ne? Ja, das, siehste? Ich müsste, der ist noch bei Volllast, ist der noch leise. Aber diese Volllast würde ich nie so oft nehmen. Ja, weil, wenn der den ganzen Tag mit 50% läuft, ne? Hier, der zieht, ne? Keine Sorge haben hier. Gut, können andere auch. Das ist nicht so das Problem. Ne? So, ich sage ihm jetzt ganz einfach, ich möchte den so nicht stehen haben. Bitte fahren wir in die Mikrostellung. Guck mal, das ist doch herrlich. Das ist doch einfach, das ist doch geil. Aber wir machen noch mehr, da sind wir dran. Wir gehen jetzt mal dahin, heute Morgen eine E-Mail bekommen. Ja, aber nee, heute Nacht, weil das ja immer mit der Zeitverschiebung ist. Zwangsentlüftung, ich mache den jetzt erstmal auf, Zwangsentlüftung mit Gummi kaputt machen, das schreiben die nicht kaputt machen, dann ist Fenster kaputt. Ich zeige euch mit Zwangsentlüftung, mal eben ausmachen, ohne Zwangsentlüftung, das haben wir uns gestern angeguckt, komm mal mit. Kannst du mal sehen, da sind wir wieder so voreilig, ganz so blöd sind die auch nicht. So, komm mal mit, Pascal. Florian, da, mit der E-Mail, dann krieg ich ja von Florian, weil die mailen ja nachts um 4 oder um 5. Der Flo sagt gestern zu mir, ja, wenn ich dann um 6 Uhr auf Toilette muss, geht nicht ohne Handy, dann beantwortet er durch die Zeitverschiebung. Wir Blödmänner, Gummi kaputt, was hat er geschrieben, der Techniker? Nicht Gummi kaputt machen. Komm mal mit. Schon die Grünsten verraten? Nee, das kommt jetzt danach. Also, schaut mal, das ist mit Zwangsentlüftung, das ist ja offen. Ja, ich habe jetzt die eine Fernbedienung, habe ich gestern drauf getrampelt, die geht nicht richtig. Das Fenster hat Zwangsentlüftung. Hier ist ein Rahmen drin. Hier presst sich das Gummi rein. Diese Haube ist ohne Zwangsentlüftung. Da ist der Rahmen nicht drin. Ah, hier sieht man das. Hier ist er auch drin. Komm mal hier rüber. Ach, guck mal, die ganze Nacht gelaufen, ja. Hier ist der Rahmen auch drin. Und jetzt hört man das auch, wenn man das zumacht. Pass mal auf, zum Schluss. Der zieht sich jetzt im Gummi rein. Ja, da bewegst du. Guck mal hier. So, also, wenn du die Zwangsentlüftung möchtest, muss dieser Rahmen raus. Jetzt hat die Haube Zwangsentlüftung. Und wenn du keine Zwangsentlüftung möchtest, kommt dieser Rahmen wieder. Wie war der jetzt drin? Hier so. Jetzt muss der Rahmen wieder rein. Jetzt liegt das Gummi hier drauf. Die Hauben sind ja alle gleich, siehst du? Hier, darum sind auch hier die Schrauben. Dieses Fenster hat keine Zwangsentlüftung. Guck mal, das ist hier offen. Ja, ihr seht ja, guck mal hier.
der Rand ist offen, weil der Rahmen nicht drin ist. Das haben die gut, das haben sie gut gemacht. Schau mal. Der geht nicht raus. Hier. Der geht nicht raus. Muss ich schon kräftig ziehen, weil schau mal, das Gummi sich hier reinpresst. Ne? Also bei mir im Fahrzeug kommt nichts. Ich habe Dometic, alles 1000 Zwangsentlüftung. Bei mir kommt da dicht rein. Meine Frau, die ist schon ausgeflippt, weil im Winter die ganz kalte Luft reinkommt. Und wenn wir Auto fahren, dieses Pfeifen. Ich habe immer gesagt, ist so, das muss so. Zu meiner Frau sage ich, das muss so. Ja, aber dann guck mal, das flattert. Das Ding ist, das mache ich dann immer ganz auf. Ich sage, dann hast du auch vergessen, wieder zuzumachen. Ne? Ich brauche ein Fenster, weil Dometic, die haben alle Zwangsentlüftungen. Und ich sage immer, du baust dir eine Klimaanlage auf das Auto, nimmst ja das Hegi raus, baust dir eine Klimaanlage drauf, dann musst du durch die Klimaanlage ein Loch bohren, weißt du so, durch die Klimaanlage, damit du eine Zwangsentlüftung hast. Tschuh. Baut ein, wir sagen mit oder ohne, und der Kunde muss dafür sorgen, was er macht, nicht ich. So wie im Katalog, Dometic und wie die alle heißen. Also, du möchtest keine Zwangsentlüftung, lässt du den Rahmen drin. Und wenn du eine Zwangsentlüftung möchtest, ich bin heute Morgen, wie der Flummi das sagte, um 7:45 hier drin gewesen. Ich habe da gar nicht geblickt. Darum haben sie das so geschickt. Guck mal, das Fenster ist von denen, das, was da unten steht. Die haben das extra so geschickt, ohne. Weil wir ja geschrieben haben, Zwangsentlüftung. Das ist das, so wird das gemacht. So, liebe Camper, so sieht's aus. Aber das Fenster kommt ja mit einem Rahmen. Den kann ich nicht benutzen, weil der passt nicht. Die müssen für uns 1000 Rahmen bauen. Ja, die wollen Geld. Die wollen einfach Geld. Weil die müssen eine Form haben. Das muss gegossen werden. Und ich möchte Licht und keinen Schalter. Sie bauen jetzt für uns zu diesem Fenster einen Rahmen. Es gibt keinen Rahmen. Sie müssen den bauen. Das ist hier, weiß ich nicht, 32 oder 36. Ich brauche Fenster, ich glaube 43, der ist so ein Stück zu kurz. Die bauen für uns den Rahmen, das ist auch schön, die geht immer im Schlaf, die Fernbedienung. Die geht sofort im Schlaf, dass das Ding nicht anbleibt. Ach, alles gut gelöst, alles wertig, gut, muss langlebig sein, gute Motoren. Diese Scheißhaube können Sie behalten. Ich werde mal 30 haben wir mitbestellt. Wenn das einer unbedingt eine klare will, dann steht auf der Rechnung, wenn das Ding nach einem Jahr gelb ist, haben alle Probleme, alle. Hier waren Hümer, die waren, haben so viel Theater beim Hersteller, die Fenster alle nach anderthalb Jahr gelb. Und das Fenster, habt ihr gesehen, wie das aussieht, ne? Das will ich gar nicht mehr zeigen. Das ist, nach zwei Jahren muss Haube wechseln, fertig, ist egal, kostet 120 Euro. Wir haben diese Haube, die habt ihr gerade im Auto gesehen. Wir haben diese, aber etwas anders habe ich, ne? Diese getönte Haube nehmen wir. Und es gibt keine andere Haube. Wer eine andere Haube möchte, muss sich ein anderes Fenster kaufen. Und dieses Fenster, wir haben 1000 Fenster bestellt, Freunde der Nacht. 700 große, wo ich schon, weiß ich nicht, 200 verkauft habe, die ich gar nicht habe, egal. Und 300 kleine. Ich glaube 28. Dieses Fenster gibt es normal als großes und dieses Fenster gibt es dann als kleines. Alles das gleiche, eine Kopie. Gleiche Jalousie und, ja. So sieht's aus. Der Rahmen haben sie wirklich klasse gemacht. Schade, dass ich ihn nicht benutzen kann. Ne? Aber es ist kein Ramsch. Geht auch ganz schwer hier. Zieh doch mal raus hier die Scheiße. Na, guck mal hier. Das ist schön. Das ist gutes Material. So. Und wie gesagt, all unsere Fenster werden, ja, machen wir den Dreck ab hier. Du bist auch ein, du filmst auch alles, echt. Du kriegst eine Abmahnung von mir heute. So, mach das doch mal schön sauber. Ja, habe ich sauber. Das ist eine so dunkelbläulich getönte Scheibe. Ich finde das schön, dass der auch nicht so im Auto reingeht. Man könnte sogar auf das Jalousie verzichten. Ja? Ich möchte nicht mit dem Kunde Stress haben in zwei Jahren. Ihr habt es bei mir gesehen. Ihr habt es gesehen. Ich habe es hier auf den Tisch gelegt.
Wie sieht die Haube, wenn wirklich einer mit dem Fenster 2 Jahre in Spanien steht oder in Portugal? Dann ist die Haube sowas von gelb, du siehst gar nichts mehr. Also, jetzt sagt man, da habe ich gesagt, das vergibt doch auch. Da habe ich eine schöne Antwort gegeben. Das ist irgendwie eine andere Rezeptur, sag ich mal, was die da in ihr ganzes Zeug reintut. Sie sagen, die Haube wird so bleiben. Und hier schreiben sie, können sie nicht garantieren. Die sind schon ehrlich. Ja? Darum ärgere ich mich schwarz, wenn ich auf dem Auto so ein gelbes Fenster habe. Ja? Weil das alles nichts kosten darf. Ne? Habe ich euch ja erzählt. Warum wollt ihr so viele Änderungen? Alle Kunden sind zufrieden, nur WCS nicht. Alles müssen wir bauen für WCS. Ich bezahle es ja auch. Ja, wenn das Fenster da ist, dann bestelle ich das und dann schreibt ja der eine da in Facebook, der auch riesen Theater mit dem Scheißding da hat, der schreibt, ja, aber das ist ja fragwürdig, ne? Und dann wird das Fenster gelevelt. Ja, das wird jetzt für uns gebaut. Das level ich dann. Dann kommt auch der Name von WCS drauf. Aber erstmal müssen die es bauen. Ja, wir sind jetzt mit einer Sache dran. Schaut mal. Das funktioniert nicht so, wie wir möchten. Ich kann es auch später weglassen. Schaut mal, unser Fenster hat 3 Kabel. 1, 2, 3. Dieses Handbrake möchte ich nicht. Ich bin jetzt dran, ich weiß nicht, ob es geht. Ob die uns das alles umbauen. Kinders, ihr müsst das mal bitte hier machen. Kommt doch vorbei, setzt euch in mein Büro, macht ihr das. Sagt, du bist durch. Der Flo sagt, das dauert jetzt wieder 2 Wochen, bis das verstanden ist. Auch hier mit den Lampen, die drin waren. Dann sagt der Flo gestern, das wäre doch mega, mega innovativ. Das Fenster ist auf. Ne, wir fahren oft in Halle unterm Carport, so viel Fenster, Hauben, was wir schon bestellt haben. So. Ob die uns, ich weiß es nicht, hier nicht ein D-Plus rausmachen können. Das Fenster ist auf, du startest dein Fahrzeug, Fenster fährt zu. Jetzt ist es soweit, jetzt habe ich zum Flo gesagt, ich traue mir da gar nicht zu sagen. Könnten die das denn, würden die das schaffen zu programmieren? Aber die das Verstehen ist schwer. Das müsst ihr rüberbringen. Das geht über E-Mail. Die Leute, die sowas nicht machen wie wir, die kapieren gar nichts. Ja, habe ich Fenster gekauft? Nein, habe ich nicht. Muss erst alles so gemacht werden. Jetzt hatte ich gedacht, ne, habe ich so eine Idee. Du startest das Auto. Das Fenster fährt zu. Fährst das Auto drunter, dass er das so erkennt, Auto ist auf, das Fenster kann wieder auffahren. Dann muss ich jetzt gucken mit denen, ob das irgendwas machbar ist. Diesen scheiß Handbrake braucht man nicht. Aber ich bin ja dran, ob die das ändern können. Es wäre sehr, sehr schön. Wie gesagt, diese Haube, ich werde mal, ich meine, Frau hat mir gestern gesagt, irgendwie 30 Hauben bestellen wir mit. Bei dem Kleinen auch 30 Hauben. Dann habe ich die hier liegen. Der Kunde besteht auf diese Haube und auf der Rechnung steht 1 Jahr Garantie. Weil ich bin nicht bescheuert und halte einen Kopf hin, wenn die Scheiße irgendwie gelb ist. Ne? Und wenn man jetzt überlegt, der Mann hat wortwörtlich hier gesagt, gut, die waren 4 Monate in Portugal, hat er mir auch gesagt, Auto hat aber sehr lange gestanden und ihm ist das aufgefallen, wie das Auto gereinigt hat, aber der Mann war sehr patent. Nix hier, ich will, ich möchte und das ist scheiße. Er hat nur gesagt, kann das sein, dass das irgendwie nicht UV-beständig ist? Gucken Sie mal meine Haube an. Ja, ich sage, wissen Sie was? Ich schmeiße ja den ganzen Scheiß sowieso im Karton. Dann kriegst du jetzt ein neues Fenster. Und dann musst du schauen, wenn es gelb ist, ist es halt gelb. Dann schreibt einer zum Beispiel in den Kommentaren, bei diesem Kunde, steht, müsst ihr gucken bei YouTube. Ja, das ist ja geil. Der Kunde hat jetzt ein neues Fenster. Jetzt hat der Kunde ja wieder 2 Jahre Garantie. Da siehst du mal, was die alle im Kopf haben. Du siehst echt, was die im Kopf haben. Der Kunde hat ein neues Fenster gekriegt. Jetzt hat er ja wieder 2 Jahre Garantie. Dann kommt er wieder und dann tauscht er das wieder. Der Kunde hat eine Restgarantie. Wisst ihr das eigentlich alle nicht? Dann müsst ihr euch mal gucken, wie das im Gesetzgeber erklärt ist. Du hast in deinem Wohnmobil ein Fernsehgerät. Nach 20 Monaten ist das Fernsehen vielleicht Schrott, sagen wir mal, kaputt, bumm, aus. Der Hersteller muss dir ein neues geben, wenn er das überhaupt mal tut. Der redet sich erst fünf Wochen raus, egal. Bekommst du ein neues Fernsehen? Ja, jetzt habe ich wieder 2 Jahre Garantie. Nein, du hast noch 4 Monate Garantie. Du kennst das auch, ne? Immer die Restgarantie. Wenn es danach kaputt geht und es geht nach 5 Monaten kaputt, ist ja eigentlich ein neues Gerät.
musst du es aber bezahlen. Wissen viele nicht. Auf den Rahmen freue ich mich, da habe ich auch noch eine Änderung machen lassen. Da ist eine Kunststoffführung drin, ob sie die aus Aluminium machen, dass die stabiler ist. Das muss alles gebaut werden. Ja, da holt ihr das Fenster. Guck mal, Kinder, schaut mal. Eins, zwei. Guck mal hier. Unterm Tisch stehen noch drei, vier. Hinten in der Halle fünf. Ich muss die ganzen Fenster entsorgen. Den werde ich behalten, weil das wird ja unser Fenster sein. Ich nehme den Motor raus. Ich nehme den Lüfter raus. Die Haube geht in die Tonne. Ja, das baue ich alles ab. Das Fenster, wenn das meiner haben will, weil das ist ja schon fast, ja, ist lange nicht so, wie ich will, aber da kann einer mal für ein Apfel und Ei haben, ist das auch weg, aber die Qualität ist 1A, wirklich 1A. So, und das andere wird alles entsorgt, da ist auch noch ein Fenster drin, da geht alles in Container. Alles geht in Container. Ne? Und hier, wie gesagt, es werden viele nicht akzeptieren. Es werden viele nicht akzeptieren. Gut, bei ein Jahr Garantie kann ja nichts passieren. So, liebe Camper, ich wollte eigentlich morgen Geld überweisen. Werde ich auch tun, aber die müssen noch Änderungen machen. Die Änderungen sind noch nicht so, wie ich das haben möchte. Ja, jeder wäre da so mit zufrieden. Jeder wäre so damit zufrieden, aber ich bin nicht zufrieden. Ja, wir machen nun mal alles alleine. Ja, und gestern habe ich irgendwo ein Ding ist gesehen, irgendwie ein Kommentar, da schreibt einer, die Firma Volkner, die machen alles selbst. Ja, aber dass man mal ehrlich ist, bescheuerte, wirklich bescheuerte Kommentare schreibt, ja, da siehst du mal, was die in die Birne haben. Was für eine Wahl hatte ich? Was für eine Wahl hatte ich? Sag mir mal, was für eine Wahl hatte ich? Du kommst hier am Hof, stehst hier mit dem Auto, Fenster kaputt, oh, sind genug, geht mal in die ganzen Foren, geht mal. Sicher, viele laufen auch. Ich bin ja auch froh, da laufen auch jede Menge von mir. Um Gottes Willen. Dann muss ich das abbauen, dann muss ich das fotografieren. Dann muss ich eine E-Mail schicken. Fenster ist kaputt. Dann kommt zurück. Ja, nach einer Woche, wir schicken eine Platine. Haben sie mehrmals eine Platine geschickt. Bei einem Fenster war zweimal kaputt, haben sie nicht mehr geschickt. Aber erstmal fährt der Kunde hier vom Hof. Ja, ich bin ja 300 Kilometer gefahren. Jetzt fährst du 300 nach Hause, bis 600 gefahren. Dann kommst du wieder, bist du 900 gefahren. Und wenn du zurückfährst, bist du 1200 gefahren. Das ist nicht die Philosophie von der Firma WCS. Das ist nicht unsere Philosophie. Komm mal mit. Ja, mein Junge, hier auch. Morgen. Wieso habt ihr meine schöne Lampe nicht an? Ja? So, seht ihr ja auch. 5-Jahr-Garantie, 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 5-Jahr. Ich tausche das aus. Guck mal, habe ich meinen Akku schön beleuchtet. Ne? Ich tausche das aus. Wenn der Ladebooster kaputt ist und du kommst vorbei, ja, dann muss ich ihn austauschen. Das ist auch nicht 7 Jahre, 8 Jahre, 9 Jahre. Hat einer einen Film gemacht, 10 Jahre. Sind die Buden alle gar nicht mehr am Markt, sind alle schon weg. Da sollte man dann zu stehen. Und ich kann das nicht. Das ist, ja, mir sagt jetzt ein Kunde, hat die Klimaanlage kaputt. Der fährt jetzt seit 4 Wochen mit einer abgeklebten Plane. Der ist natürlich schon mal nicht mit dem Auto fahren. Ich verstehe aber den Händler. Der kann nicht in Lager gehen. So, neue Klimaanlage baue ich dir drauf. Nö, die steht jetzt irgendwo 4 Wochen bei Dometic oder Schmitz oder Meier, weiß ich nicht. Ich tausche sogar hier eine Klimaanlage. Ich habe ja im Lager, im Hochregal, da stehen ja 40, 50 Klimaanlagen bei mir. Ich habe das mit dem Hersteller damals so gemacht aus Belgien. Man muss auch ein bisschen Papier und Kugelschreiber nehmen. Es müssen auch Verträge stattfinden. Ich sage, in den ersten 2 Jahren ist ein Gerät kaputt, weil die Klimaanlage hat ja auch 5-Jahr-Garantie. Da wollten sie nicht dran. Ich sage, die ersten 2 Jahre tausche ich sofort. Mehr konnte ich nicht raushauen. Da muss ich mit 3 Jahren dann leben, wenn irgendwas kaputt ist und vielleicht zuzahlen. Dann bekommt der Kunde hier eine neue. Der steht hier vor der Tür, was soll ich denn machen? Ich nehme die Klimaanlage vom Auto. Ja, und sagt der Kunde, ja, dann müssen wir erstmal eine dicke Plane oder ein Brett oder so eine Kunststoffscheibe, die kleben wir dir jetzt da rein. In 6 Wochen ist deine Klimaanlage wieder da. Und was können die in YouTube? Nur Scheiße schreiben. Neid, der Neid pur, braucht man nicht und alles Gelaber. Das sind Vollidioten, die nur
Weißt du, wenn bei denen was kaputt geht, schreien die am lautesten. Die schreien am lautesten. Oh, kann doch nicht. Ne? So sieht es aus. Ne? Liebe Camper, das zum Thema Fenster. Mann, ich habe mein Auto mal bewegt. Das steht schon ein halbes Jahr. Sprang sofort an. Sprang sofort an, mein altes Auto. Meine Güte, ich benutze den gar nicht. Ne? Das ist so ein Auto zum Angucken. Ne? Nein, im Oktober fahre ich, machen wir hier wieder eine Woche die Bude zu und dann fahre ich mit dem Concours. Hab alles Luxus, der beste Kühlschrank, alles vom Feinsten. Ganze Dach voll Solar, alles. Hier ist alles vom Feinsten. Guck mal, wie schön das, guck mal, was da Licht kommt. Kinder, schaut mal bitte, was da noch an Licht kommt. Weil du kriegst die auch in echt schwarz, richtig schwarz. Haben wir, nee, das will ich nicht, weil... Das ist, also haben wir da Licht gar nicht gezeigt. Das habe ich warmweiß gemacht. Ne? Guck mal da, mein warmweißes Licht. Jetzt geht der ab, will ich gar nicht. Weißt du was? Ich lasse ihn jetzt auf. Guck mal hier, meine geile Mikrostellung, was der alle kann. Ja, ich lasse den jetzt 2 Wochen. Ich lasse ihn einfach laufen. Der läuft. Der steht jetzt auf 50% oder 60% und den lasse ich laufen, 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 laufen. Auto lasse ich auch heute draußen, weil die Batterie hat ganz schön verloren, ist klar, es steht nicht am Netz. Ne? Der Rapid ist immer in Aktion für die Starterbatterie und ich habe gerade geguckt, 46 Ampere kommen vom Dach. Ich lasse den jetzt stehen und ich habe den Regensensor eingeschaltet und ja, lasse einfach laufen. Ne? Und jetzt warten wir, wenn die Rahmen da sind, also Jalousie, nennt man das, wenn die da sind, baue ich das nochmal um. Oh, und dann ist das gut so. Ne? Und dann habe ich ein Fenster. Ich habe ja deutlich gesagt, ich wollte das ja ein bisschen erklären, dass ich einfach keine andere Wahl hatte. Ne? Weil wenn man dann so verärgert wird und es geht auch nicht, da muss jede Werkstatt, auch meine Kollegen, die müssen da alle, ja, die müssen da ehrlich sein. Der Kunde kommt, du hast nichts, du kannst das nicht tauschen. Und wenn der zweite Kunde kommt, das geht einfach nicht, ja. Da müssen sie Ersatzteile schicken, nicht nur für das Fenster, wir reden nicht nur Fenster, auch viele, viele andere Teile, ja. Du glaubst doch nicht, Vaeco, Büttner, wie das alle heißt, der kommt auf den Hof, ja, dann schickst du den ein. Du gehst hin, du baust den aus, schickst ihn ein, dann hat er eben 6 Wochen keinen Ladebooster und er hat auch 6 Wochen keinen Wechselweg. Das ist so. Es ist einfach so. Und dann könnt ihr schön reden, wie ihr das wollt. Und wenn der hier hinkommt, muss ich tauschen. Fertig. Ne? Man muss mir natürlich auch die Möglichkeit geben zum Reparieren. Ne? Wenn der Kunde jetzt nicht mehr weiß, wie weit weg ist, dann muss er hier lassen. Dann die Reparaturmöglichkeit muss ich haben. Lässt sich nicht reparieren, kriegt er ein neues Gerät. Fertig. Ne? Meistens tausche ich sowieso. Aber ich brauche ja nicht viel tauschen. Solarregler geht nie kaputt. Warum, kann ich dir auch nicht sagen. Auch die anderen Klamotten, die Basic-Kombi zum Beispiel. Ja? Überleg mal, das hat mit der Basic-Kombi 1,5 Jahre gedauert, bis die hier war. Ja, da klebt so ein Level drauf. Ja, das wäre schön. Ja? Der Flo sagt gerade, vor 2 Minuten ist gerade mit dem Kunde da drin an der Wand. Der sagt, die hat mir so viele E-Mails geschickt und 1000 Bilder, bis das jetzt alles heute verarbeitet ist. Ne? Probier denen bitte zu erklären, das Kabel muss so. Das geht nicht, das ist einfach schwer. Ja? Und gut, wir machen das, haben wir jetzt unser eigenes Fenster, alle anderen Produkte haben wir auch, Markisen habe ich keine, wenn ich mal ein im Jahr brauche oder 2, dann baue ich die dran und habe ich auch scheiße genug mit, ich will gar keine dran bauen, weil der Kunde sagt, es ist schief und die geht nicht zu und ich war draußen nur am Einstellen, am Rummachen. Ja? Dann hat die Firma zu mir gesagt, der Kunde sagt, das Tuch flattert, geht gar nicht fest. Da sagt der von Thule, da müssen Sie das Tuch tauschen, das ist ausgeleiert. Habe ich das Tuch getauscht, genau die gleiche Scheiße. Habe ich das Tuch gelegt, ja, dann sind es die Arme. Ich blöd, Mann, tausche die Arme. Ja? Alles umsonst, einfach alles nur umsonst. Ja? Und die Arme, die kommen, die musst du bezahlen. Die alten, die du einschickst, werden dann überprüft. Nein, die sind nicht kaputt. Aber am Telefon sagt er, ich soll sie tauschen. Ja? Ihr müsst das mal hier erleben. Da können nur Leute mitreden, die so einen Betrieb in so einer Größe führen. Andere können nicht mitreden. Andere können nur Scheiße reden. Ist leider so. Seid mir nicht böse, aber ist so. Genau wie das Fenster. Fenster ist so teuer, ich weiß noch gar keinen Preis. Was soll er mir mal den Preis sagen, wenn er so teuer ist? Ne? Kannst du sagen, in 2 Wochen, wenn der Preis auf der Homepage steht. Ja, aber vorher, weißt du, das sind alles
alles nur Klugscheißer. Einfach nur Klugscheißer. Fertig aus. Das ist meine eigene Meinung. So was kann ich echt nicht haben, was irgendwo dieses Rumkacken da. Ey. Ich kann auch nichts daran ändern, wenn die Firma nicht fähig ist, vernünftige Teile zu liefern. Hier hast du 10 Platinen, hier hast du das. Und wenn das kaputt ist, tausche, schickst du uns das alte zurück. Nee, hier, das wollen sie erstmal sehen, weil sie selber nichts haben. So sieht's aus. Liebe Camper, Thema Fenster ist für mich vom Tisch. Jetzt geht es los, heute wollen wir bestellen. Heute wollen wir die Fenster bestellen, weil wir machen Sonnendruck. Sie haben uns versprochen, dass die Fenster in diesem Jahr noch kommen. Ein Riesencontainer. Riesencontainer mit Fenstern. Aber mach mich nicht verrückt. 500, 600, 700 Fenster baue ich schon ein. Ach, gar kein Problem. 80 Händler, jeder Händler bestellt 2. Sind schon erst 160 Fenster weg. Und das kleine wird hier der Renner werden. Das 28 Fenster, was baugleich ist, das wird, weiß ich nicht, da habe ich nach 5 Wochen keine mehr. Kann ich euch jetzt schon sagen. So sieht's aus. Mach es selber und dann hast du deine Ruhe. Und ich will meine Ruhe haben. So sieht es aus. Liebe Camper, bleibt mir gesund. Guck mal hier, herrliches Wetter. So, und dir gebe ich jetzt das Mikrofon wieder. Ne? So. So sieht's leider aus. So, dann lasse ich laufen und dann kümmere ich mich mal in eine Woche drum, wann, wie alles da drin läuft. So, guck mal, ich habe noch einen Löffel gefunden. So, ciao.